Ein herzliches Hallo zum Türchen Nummer 16. Die Köpfe von den Schäfchen waren ja jetzt schon mal gut vorbereitet. Jetzt mussten die Schäfchen dringlichst mal ein bisschen mehr auf die Rippen, respektive auf die Schenkel bekommen. Also dringend mal zunehmen. Und dazu wird mal hier beim weißen Schäfchen weiße Wolle genommen, am Körper dran gelegt, um die Beine oben drumherum und schöne Schenkel geformt. Hinten und auch vorne. Ich habe mich auch gestärkt mit Keksen. Und dann werden die Schenkel wirklich ordentlich gefilzt. Dann ist das braune Schäfchen dran. Die Schenkel sind in nur dem braunen Farbton, also nicht gemixt mit dunkel, soll sich nämlich abheben von den dunkleren Beinen. Vorher natürlich die Unterlage noch putzen, sonst haben wir gleich wieder helle Fäden auf dem dunklen Braun. Wollen wir natürlich nicht haben. Auch da am Körper anlegen, um die Beine drumherum schlingen und dann von allen Seiten festfilzen. Nach den Hinterbeinen natürlich auch die Vorderbeine. Hier habe ich mal geschaut, wie die Schäfchen im Vergleich zum Hirten aussehen. Und dann ging es weiter mit dem braunen Schäfchen. Hier kommt auch schon der Hals mit Kopf an den Körper dran beim braunen Schäfchen. Nochmal Wolle extra anlegen, damit das gut sitzt. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Türchen.